Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Die Serana hält auch nicht die Klappe, wenn sie soll. Wir sind noch für dieser Höhle hier, Schwarzwaldhöhle, wo wir diesen mächtigen Bogen finden sollen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen nach, ob wir ihn da finden. Ich werde jetzt immer das Intro so machen, weil ich das mit meinem Schneideprogramm und auch alles allem viel leichter für mich habe. Ich hoffe, es stört euch nicht und geht auch eher um den Inhalt und so ein Intro, ne? So. Bin ich mal gespannt. Okay. Ist dunkel. Ich geh mal da rein. Fackel mitnehmen. Fackel halt aktivieren. Also. Ja, packe ich wieder rein. So, gucken wir mal, was wir haben. So, ein kleiner Wasserfall. Und die ganze Waffe raus. Ich speichere zwischendurch immer. Wie ihr wisst, bin ich ein sehr frustriger Typ. Immer auf der Hut. Man weiß ja nie, so wie die, dass wir eine Spinne entdecken. Okay, da war sie schneller als ich. Die gute Serana. Ja, stimmt, sie heißt Serana. Ich habe sie wirklich nur einmal Serena hören. Ich habe es wirklich nur einmal gehört, dass jemand sie Serena genannt hat. Es sei mir verziehen. Habt ihr etwas gehört? Wenn ich die ganzen Namen merke hier von denen, aber. So. Ist auch nicht so schlimm, denke ich. Oh, warte. Genau, ja. Brauchst du eine Spitzhacke? Okay. Liegt noch eine Spitzhacke, sollen wir die nehmen? Da, ne? Dürfen. Mach ich doch mal. Habe ich vorher noch nie gemacht, muss ich zugeben, geschürft. Oh Gott, wenn ich mir überlege, wie oft ich bei World of Warcraft alles Mikro fein und ordentlich angeguckt habe. So, jetzt alles erschöpft. Das ging schnell. Okay, wir werden einmal kurz die Sachen wegwerfen. Denn mit der Axt rumlaufen macht keinen Sinn. Der fliegt wieder raus. Ulrichs Kriegsaxt. Ich auch. Kann ich ja nicht, ich muss sie abgeben, ne? Start ist mal quasi. Ja. So, müssen wir auf links. Gehen wir rein. Oh. Okay, das war der verkehrte Weg. Das hier wird der richtige sein. Eieieiei. Oh nein. Das waren ein paar viele Spinnen, oder? Ich sehe gar nichts mehr. Wo bin ich denn hier? Ah, verdammt, was passiert denn hier? Okay. Eieiei, eine kleine Rutschpartie. Ist auch nicht, dass das passiert. Naja. Wer ist da? Was ist voll mit Spinnen hier? Widerliche Höhle. Ist hier die kalt? Genau. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, scheiße. Wo war der gefallen? Muss ich wieder hoch. Kommt die hinter mir her. Wo ist sie? Da! Eieiei, die war aber wirklich mal riesig. Oh, komm, Serana. Wir sind, glaube ich, hier längs. Sind wir rüber über die Höhle? Oder rüber? Auch nicht, ne? Jetzt hier weiter. Achso, meine Stufe, ja. Ja, okay, wir können die Stufe natürlich auch noch mal kurz höher machen. Talent zum Verbessern. Magika. So, Zerstörung. Einhändig mal machen, glaube ich.
Land nicht. Erfordert 80. Angriff mit zwei Waffen sind 20% schneller. Zwei Waffen habe ich nie. Also nicht so viel Sinn. Noch mehr Angriffe mit Streitkolben? Brauche ich 90 für. Fischer Angriff. Also der Sprint eigentlich mit der doppelten kritischen Schaden. Mächtiger Angriff aus dem Standfuß und von der. Das ist schon voll, ne? Jetzt ein Angriff mit der Regenversion größere. Mächtige Angriffe einfach brauchen. War das schon aufgefüllt? Warte mal, die haben wir hier auf. Führung. Einschlag. Die meisten Schüsse stoßen an Gegner zurück. Kannst du Runen 5 mal so weit entfernt platzieren? Machen wir mal einen Schlag. Ja, dann behalten wir nochmal. So, warte jetzt. Da kommt noch eine Spinne, hast du nicht mitgekriegt? Also ab und zu, glaube ich, ist die Serana auch ein bisschen blind und dumm. Kommt so ein fettes Tier hinter ihr her. Und sie bekommt das nicht mit. Oh, verrückt. So, wir kommen so ein Ziel näher, wie ich sehe. Hoffe ich zumindest. Diese Leute waren. Warum würde jemand hier lagern wollen? Man weiß es nicht. Aber sie haben Gegengift da gelassen, Gold. Und das. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Sind wahrscheinlich alle tot. Nehmen wir deren Gold. Gegengift. Dietrich Gold. Nehmen wir das mit. Das hier? Naja. Halt euch. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, die sind. Ich glaube, die sind tot. Hier ist noch einer. Gold. Ja. Gehen wir noch runter. Oh, da ist eine Falle. Seht ihr das Band da? Das habe ich gerade noch gesehen. Jetzt im Dunkeln sieht man es natürlich nicht. Wenn man weiter nach hinten geht, kann man es aber sehen. Ich speichere mal. Da ist das Band. Ah, ich dachte, ich könnte. Komm, Steine. Lauf! Aber sie stirbt nicht. Oh, sie hat es überlebt. Ja, wie bei Indiana Jones, ne? Wo die Kugel hinter ihm herläuft. Und aufpassen hier. Was umgeworfen worden? Da hoch. Okay, ist der gleiche Weg, ne? Was? Ah, okay. Ja. Bin ja mal ein bisschen. Bisschen vorsichtiger sollte man schon sein. Man will ja nicht schnell das Zeitliche segnen hier. Aber wir müssten auch langsam unserem Ziel näher kommen. Guck mal hier. Unter Wasserhöhle. Das gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Und mir auch nicht. Sieht nach Kampf aus. Na, Schlacht. Was ist denn da drüben? Schon entdeckt? Oder sind mehrere davon? Okay. Troll. Wer ist da? Ein Troll. Wusste ich, dass ich etwas gehört habe. Okay, sie macht ja halt relativ schnell platt. So. Den hätten wir auch erledigt. Wen gibt's hier noch? Da gibt's eine Kiste. Und lad mal rein. Voll der Troll auch damit, ne? Okay. Ah, hat sich ein kleines Mitternachtssnäckchen hier gemacht, würde ich sagen. Achso, blutige Lumpen wollte ich auch niemand mitnehmen. Ach man, ist das nervig. So, Kleidung, blutige Lumpen. Oder sonstiges fallen, ne? Zack.
Okay, so, versuchen wir es mal weiter hier. Speichern. Das werden nicht die einzigen Gegner gewesen sein hier. Aber da hinten, wer ist er denn da? Der Papa? Oh, dann speichern wir mal lieber vorher. Oh nein, wieso ist er vor uns hier? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Ist das? Ich fühle, wie eine Art Energie davon ausgeht. Oh ja, Gelebor. Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer? Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Klar. Was für eine Art Hilfe benötigt ihr? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Meinen Bruder. Gut. Euren Bruder töten? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was genau haben die Betrogenen denn getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht mal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht. Als würde er auf etwas warten. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Wegschrein? Ja, lasst es mich euch zeigen. Hm? Was denn? Achso, er geht. Mal. Oh. Das ist also die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe,
hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage, einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele weitere von den Schreinen gibt's denn? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Ich muss ihn also an jeden Wegschrein auffüllen? Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Breche jetzt auf. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Überlebe die Schwarzwaldpassage, na gut. Fragen? Dachte ich mir schon. Na gut, ist noch zu sagen. Ja, okay. Möge Auriel Schaden von euch abwenden. Hier schläfst du also. Fragen? Dachte ich mir schon. Aha. Na gut. Ach, cool. Auch nicht verkehrt. So, wir speichern einmal kurz. Gucken wir auf unser Questlog. Ich habe den Kelch eines Initiaten erhalten, der eventuell Zugang zum Alexander. Okay, überlebe die Schwarzfeldpassage. Sind wir da nicht schon? Geht's noch weiter? Ich denke mal, den Weg, da können wir gehen. Machen wir das mal. War nicht gerade ein Weg? Ja. Nochmal. Wo sind wir? Ach Quatsch, da sind wir wieder ganz hier vorne. Na gut. Da bin ich gerade überfordert. Ich habe Gelebor getroffen. Ja, okay. Den wurde tötet den Erz und der von einem Fallmob kopiert. Ich habe den Kelteninitiaten erhalten, der mir eventuell Zugang zum Alexander Dom verschaffen wird. Wo sich sowohl. Okay. Gucken wir mal. Wir haben auf dem richtigen Weg sein, oder? Verkehrt. Mal hier reingehen. Eine Truhe. Guck. Gut. Kann ich das für eine Truhe? Da kann man wohl nicht. Kelch habe ich denn gerade eben? Nur ganz kurz. Krug des Initiaten. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Bin mir jetzt nicht gar nicht sicher. Und nichts dabei stand irgendwie.
Hier kommen wir auch gar nicht wieder hoch. Also wir müssen nur, glaube ich, noch zurück zu ihm. Komm, wir gehen mal zurück. Oh, Serana, nicht im Weg stehen wir. So, wir gehen nochmal zurück zu ihm. Schnacken ihn nochmal an. Dann werden wir nochmal irgendwas erzählen. Komm, also bevor ich zu schnell weg bin von ihm. Kann auch gut sein. Oh, okay, doch, da links gehen ist egal. Ist ja schnuppe, welchen Weg wir gehen. So, hier war ja noch. Nö. Okay. Nicht durch. Aber wegbrennen, warte mal. Wir brennen das einmal weg. Wir sind ja wieder runtergefallen. Ja, ganz am Anfang gewesen, ne? Hm. Okay, dann müssen wir nochmal einen anderen Weg finden. Dann geht's hier runter. Ach man, Serana. Tut dir doch nicht immer weh. Ist doch nicht schön. So, ich hätte natürlich die Abkürzung wieder nehmen können. Ich habe die Tür halt einzeln nicht gefunden. So ist das manchmal. So. Okay, da hinten ist er ja. Gehen wir mal hin zu ihm. Muss uns das Ganze nochmal erklären. Irgendwie. Habe ich es nicht ganz so verstanden, glaube ich. Also. Fragen? Dachte ich mir schon. Warte mal. Möge Auriel euren Weg erleuchten. Hab ich den. Engelkrug was machen? Nein, nicht. Fragen? Dachte ich mir schon. Fragen? Dachte ich mir schon. Kann ich den Krug ausrüsten? Nee. Boah, ich muss mal kurz mit ihm reden. Sie ist. Oder vielmehr war der Mittelpunkt unserer Religion. Die meisten Schneeelfen verehrten Auriel. Der Dom wurde ungefähr zu Beginn des ersten Zeitalters errichtet. Er sollte eine Anlaufstelle für all jene sein, die nach Erleuchtung suchten. Die meisten Schneeelfen? In unserem Reich gab es auch Tempel zu Ehren einiger der anderen Götter. Trenimak, Syrabane, Jefre und Finaster vervollständigten das Bild. Diese Tempel verblassten aber neben der Pracht des Doms und seiner Wegschreine. Die Wegschreine gehören also zum Dom? Oh ja, sie waren ein wichtiger Teil der Abläufe hier. Sie repräsentierten die Schritte der Initiaten auf dem Weg zur völligen Erleuchtung. Leider ging die Magie, durch die diese Wunder entstanden, lange vor meiner Ankunft hier verloren.
Okay, und wer sind die Prälaten? Das sind die Geister der Schneeelfenpriester, die sich um die Wegschreine gekümmert haben, bevor sie von den Betrogenen abgeschlachtet wurden. Durch die Gnade Auriels wurden sie zu ihrer Spektralform wiederhergestellt, damit sie ihre Dienste fortführen konnten. Gut, und sie sollten uns helfen können. Ich fürchte, dass sie in ihrer gegenwärtigen Form noch immer glauben, dass der Dom ein aktives Zentrum der Anbetung ist. Sie werden euch nicht antworten, sondern glauben lediglich, dass ihr ein Initiat auf der Reise zum Allerheiligsten seid. Okay. Möge Auriel über euch wachen. Was soll man machen? Oh, was gibt es? Fragen? Dachte ich mir schon. Also, so wie ich es sehe, müssen wir wahrscheinlich aus dieser Höhle raus. Dann kann man ja wirklich diese Abkürzung gehen. Du müsstest ja dennoch irgendwie einen Ausgang finden, ne? Hier ist der Ausgang gewesen, wo wir reingekommen sind. Da geht's nicht weiter, also muss es in diese Richtung gehen. So. Und da sind wir gekommen. Also. Da sind wir gekommen. Oder sind wir von da gekommen? Ich weiß es nicht. Ich will mir keine Karte angucken. Portal zur Schwarzwaldpassage. Also hier war ja der Nebeneingang. Da ist das Portal. Was soll ich denn hier machen? Verstehe es nicht. Bin ich zu dumm? Kann natürlich gut sein. Fragen? Dachte ich mir schon. Also das ist Portal zur Schwarzwaldpassage. Und jetzt steht da noch immer ein Questlog, steht da drin. Überlebe die Schwarzwaldpassage. An der hier macht er. Was sieht er nicht? Fragen? Dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Ist nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Was soll ich denn machen? Dachte ich mir schon. Wir waren euer Volk. Wir waren einst ein blühendes und wohlhabendes Volk, das einen Teil von Himmelsrand kontrollierte. Leider lagen wir ständig mit den Nord im Krieg, die das Land als Heimat ihrer Ahnen beanspruchten. Es scheint, es hätten die Nord gewonnen. Das könnte man so sagen. Wir hatten immer ein wackeliges Bündnis mit den unterirdischen Zwergen. Und als wir um unsere Auslöschung fürchteten, ersuchten wir sie um Hilfe. Überraschenderweise erklärten sie sich bereit, uns zu beschützen. Allerdings zu einem furchtbaren Preis. Der kollektiven Blendung unseres Volkes.
Dem kann auch nicht jeder zugestimmt haben. Es gab Splittergruppen, die sich gegen die Vereinbarung wehrten. Einige strebten sogar alternative Bündnisse an. Doch schließlich wurden diese Elfen entweder getötet, verschwanden oder ließen sich dann doch auf den Handel mit den Zwergen ein. Was hat euch in die Betrogene verwandelt? Das frage ich mich oft selbst. Die Blendung meines Volkes wurde vermutlich durch ein Gift herbeigeführt. Das reichte aber noch nicht aus, um sie zu den traurigen, verdorbenen Kreaturen zu machen, die sie heute sind. Warum wurden die Schneeäufen hier nicht davon betroffen? Der Dom ist ziemlich abgelegen. Daher dauerte es einige Zeit, bis uns die Kunde vom Angebot der Zwerge erreichte. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war es bereits zu spät. Nicht einmal der Versuch eines Eingreifens war für uns noch möglich. Habt ihr deshalb euer Augenlicht bewahrt? So ist es. Es gab immer nur 100 von uns, sodass den Zwergen und den Nord unsere Anwesenheit verborgen blieb. Ironischerweise haben unsere eigenen Leute unseren Untergang herbeigeführt. Ihr meint die Betrogenen? Ja. Sie drangen in überwältigender Zahl in den Dom ein und überrannten uns einfach. Wir hatten nie eine echte Chance. Ich nehme an, dass sie den Erzkurator unter ihren Einfluss brachten, als sie einen Weg fanden, ins Allerheiligste des Doms vorzudringen. Es gibt hier noch mehr von eurer Art? Virtur und ich sind die letzten zwei Schneeelfen. Okay, also. Möge Auriel Schaden von euch abwenden. Gut, also, die Folge ist sowieso schon dem Ende nah. Also von daher weiß ich gerade auch nicht, was ich machen soll. Ich werde nochmal in mich gehen, aber das müsst ihr jetzt ja alles sehen und werde noch ein paar Sachen ausprobieren. Aber wir stoppen einfach mal hier. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.